Moin, ich bin Florian Heurer, ich bin Vorstandsmitglied bei Redl Marketing. Wir haben heute das Maibaumfest für Sie vorbereitet. Das heißt, wir starten mit einem Umzug mit unserem Lila Kaufleutewagen, der damals von den Kaufleuten Redl von Werner Hübner gebaut worden ist. Heute im Gewand für Kinder zum Mitfahren. Vorneweg der Maibaum und davor der Spielmannstag der Freiwilligen Feuerwehr Haselau. Begleiten tun uns noch die Landfrauen vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes, Ortsverband Redl. Viele Redlerinnen und Redler, die dann uns begleiten wollen. Viele aus unserem Verein, aber eben jeder darf mitlaufen, jeder darf sich anschließen, sodass wir eine kleine Runde durch die Goldbrockstraße und am Rathaus vorbei, durch den Amühlenteich vorbei. Angekommen werden wir dann gemeinsam den Maibaum aufstellen. Dabei hilft uns natürlich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Redl ganz tatkräftig. Dann gibt es ein kleines Bürgerfest. Wir werden die Landfrauen nochmal in Aktion sehen mit einem Bändertanz. Wir werden das Akkordeonorchester erleben. Wir werden den Chor der Altstadtschule hören. Wir werden zum Abschluss noch den Chor Kuriosum hören. Das Ganze wird natürlich dann von Speis und Trank begleitet, von Roland Würstchen, vom Freihof und von einem Treppstück. Alles klar. Vielen Dank. Liebe Redlerinnen und Redler, ich habe in der Vorbereitung mal bei Wikipedia geguckt, was da zum Maibaum steht. Und da ist als einzige Region, wo das in Norddeutschland auch Tradition sein soll, Ostfriesland aufgeführt. Wir sehen aber beim Blick auf unseren Maibaum, das stimmt nicht ganz, was da bei Wikipedia steht. Und dem kann man also nicht ganz trauen. Wir sind die Trachtengruppe vom Schleswig-Holstein Heimatbund Ortsverein Redl. Und jedes Jahr am 1. Mai stellen wir den Maibaum auf. Ich mache das jetzt 30 Jahre, du bist auch schon 20 Jahre genau dabei. Und meistens haben wir immer gutes Wetter. Und Sie machen jetzt einen Tanz um den Maibaum. Wir machen den Maibaumtanz, dann tanzen wir das Fenster, Mühlenpolka, Holsteiner Dreitour und das Hoger Trio.